Nämlich 1965, da wurde Lili Palmers erste Vernissage in der Tooth Gallery in London eröffnet. 40 Bilder gab es zu der Zeit, 25 wurden dort ausgestellt und sie wurden tatsächlich alle verkauft. Und dabei kam es Lili gar nicht so sehr auf den finanziellen Erfolg dabei an, ne? Das mit dem geschäftlichen Erfolg. Ich hatte einen viel größeren kritischen Erfolg. Wunderbar. Das hat mich viel mehr interessiert als der geschäftliche Erfolg.